Tiere bis unters Dach. Wo ich hinschaue, Tiere ohne Ende. Dieser Kaffee ist kein Tier. Es ist der letzte Kaffee nach der Arbeit, bevor es ins Wochenende geht. Dann war Wochenende und ich guckte in den Garten. Seht es euch an, es ist trüb, es ist grau, es regnet. Die Igelhäuser sind mittlerweile auch alle besetzt. Und ich habe mir einfach nur gedacht, was ist das denn für ein richtig tolles Modelleisenbahnwetter? Nichts wie runter in den Keller, gemütliche Klamotten an und los geht's, Entspannung pur. Ich freue mich wieder auf ein schönes Wochenende mit euch und ich bin gespannt, was wir heute basteln. Hallo und herzlich willkommen in meinem gemütlichen Modellbahnkeller. Gleich vorneweg müssen wir uns unterhalten. Ganz kurz, für die neu hinzugezogenen, ja, für die Alten bitte weghören, für die neu hinzugezogenen. Wir frönen hier der guten alten Analogtechnik. Es geht in diesem Kanal nicht darum, wie man die perfekte Anlage baut. Es geht überhaupt gar nicht darum, was das perfekte System ist, mit dem du jetzt fährst. Egal ob zwei Leiter, drei Leiter, was auch immer. Dass ich jetzt das Märklin-Analogsystem so liebe, ist einfach meine natürliche Präferenz. Und dazu stehe ich auch und das finde ich großartig. Manche von euch ja auch. In der Hauptsache geht es bei diesem Kanal, den wir hier haben. Und deswegen bleibt er auch, er wird niemals richtig groß werden. Aber dieser Kanal, hier geht es nur um das Gefühl der Modelleisenbahn. Hier geht es darum, diese gute alte Modelleisenbahnzeit, 50er, 60er, 70er, bis in die 80er, wo noch fast alles analog war, wo du selber noch schalten musstest, wo du echte Relais hattest und wo du einfach nur glücklich warst, wenn die Lokomotive gefahren ist mit dem Zug. Um diese Zeit geht es. Es geht nicht um den Perfektionismus, der heutzutage herrscht. Es muss ja heutzutage alles 100.000-prozentig aussehen. Jede kleinste Rohrleitung, jeder Spiegel, alles Mögliche muss ja beleuchtet sein. Ja? Bei einer H0-Lok brauchst du eine Beleuchtung von der Kohle im Tender. Wer es mag, voll okay. Aber das ist nicht dieser Kanal. Wir konzentrieren uns auf das Gefühl. Wenn dich jemand in deinem Modelleisenbahn-Refugium besuchen sollte, was ja durchaus vorkommt, weil die Menschen sind ja neugierig, gerade die Besucher und auch die Kleinen, dann ist es wichtig, dass der reinkommt und dass es gemütlich ist. Dass es einfach eine gemütliche Atmosphäre ist. Und das versuchen wir in diesem Kanal so ein ganz kleines bisschen dem zu frönen und dieser Gemütlichkeit Tribut zu zollen. Denn in der damaligen Zeit, das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, Nostalgie ist immer gemütlicher als aktuell, ja? Aber in der damaligen Zeit war trotzdem noch vieles viel schöner geregelt, vielleicht mit viel weniger Präzision, aber dafür mit viel mehr Gefühl, mit viel mehr Leidenschaft und mit viel mehr Fantasie. Schaut euch nur mal diese Weiche an, eine Märklin-M-Gleisweiche. Sie hat mit der Realität aber auch überhaupt gar nichts zu tun. Trotzdem ist die Glühbirne in dem Weichenkasten, die warm gelb leuchtet, und gleichzeitig auch der Duft, den die Weiche versprüht und den auch das ganze Gleissystem versprüht. Einmalig und wunderschön. Darauf kommt es uns an. Das Klacken der Signale, das ist ja alles analog. Ja? Die ganzen Signale, Moment, ich muss noch die richtige Taste finden. Ach, hier hinten, genau. Hier haben wir Vorsignal und Hauptsignal. Schön sichtbar. Hier vorne mit Kabel angeschlossen auf meiner Kleinanlage. Und ist das nicht traumhaft schön, wenn du sowas ganz ohne Elektronik, ganz ohne Computer, einfach mit Drähten und Strom anschließen kannst. Und ihr wisst genau Bescheid, diese Sachen hier, die sind mehr als 30 Jahre alt, wenn nicht sogar 50 Jahre alt. Und sie funktionieren noch wie am ersten Tag. Zuverlässig tun sie ihren Dienst. Zugegeben, du hast wirklich viele Kabel. Aber ist es nicht ein schönes Gefühl, genau zu wissen, welches Kabel wohin kommt? Und dass alles wirklich richtig reibungslos läuft? Und wenn es mal nicht so laufen sollte, was ja ganz selten der Fall ist, kannst du alles reparieren. Das ist das, was ich hier so schön finde bei den alten Systemen. Es ist egal, ob Fleischmann, Trix oder sonst ein anderer Hersteller. Es geht da um die Zeitepoche. Und zwar um die Realzeitepoche. Ich meine nicht die Zeitepoche, die wir haben
auf unserer Anlage, die spielt ja bei mir sowieso keine Rolle. Bei mir darf ja alles von alt bis jung sein, sondern ich meine jetzt tatsächlich dieses Gleis. Als dieses Gleis aktuell war, ja, in den 60ern, 70ern bis in die 80er, dann war das höchste der Gefühle. Es war stabil, es war aus Metall, es hat eine Wertigkeit dargestellt. Genau wie die Lokomotiven, die so schwer sind wie ein Ziegelstein. Das ist es, was hier in diesem Kanal gefeiert wird und worauf wir uns in der Hauptsache konzentrieren. Liebe Modellbahnfreunde, es ist ja so schön, einfach diese alten Relikte aus der Vorzeit fahren zu sehen. Es ist so ein tolles Geräusch, das Rattern der Gleise. Ihr wisst, ich benutze natürlich keine Dämmung unter den Metallschienen, denn ich möchte ja gerade dieses wunderschöne Geräusch möglichst laut genießen. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es hört sich nicht schlimm oder störend an, sondern einfach nur so, wie es sich anhören muss. Eine Lok von 1970. Du konntest sie in die Hand nehmen, einfach mal so richtig fest in die Hand nehmen. Und es war eine sehr schöne Lok und es ist trotzdem nichts kaputt gegangen. Das ist ja das Besondere. Du musstest keine Angst haben, dass du irgendetwas abbrichst oder irgendetwas verbiegst. Wenn du etwas verbogen hast, dann war es aus Metall und du konntest es wieder zurückbiegen. Das war großartig. Heute sind die ganzen Teile fast alle aus Plastik und wenn du da aus Versehen drankommst, dann brechen sie einfach ab. Das ist wirklich schade, aber das ist einfach unser Perfektionismus, den wir in der heutigen Zeit haben. Und dem gilt es ein ganz kleines bisschen entgegenzutreten, zumindest in der Freizeit auf meiner kleinen Anlage. Ihr seht, hier ist gar nichts perfekt. Und dieser Mangel an Perfektionismus ist für mich genau das, was eine perfekte Anlage ausmacht. Klingt natürlich ein bisschen paradox, ist aber so. Selbstverständlich könnte man jetzt auch sagen, dass ich hier mit funkgesteuerten Autos von Carson auf dieser in Anführungszeichen Spielbahn rumfahre, ist ja auch schon ein kleiner Stilbruch. Wir kombinieren hier älteste Analogtechnik mit modernster Digitaltechnik mit 2,4 GHz. Das kann ich natürlich verstehen. Aber hier kommt die einzigartige Stärke der Modelleisenbahner-Community richtig schön zum Vorschein. Denn eins ist klar, du bist Modelleisenbahner, wenn du Echtdampf fährst. Du bist Modelleisenbahner, wenn du analog fährst, ob du mit 2-Leiter oder 3-Leiter fährst. Du bist Modelleisenbahner, wenn du deine Lok in jahrelanger Kleinstarbeit selber zusammenbaust mit einem Bausatz oder gar komplett von alleine anfertigst. Du bist auch Modelleisenbahner, wenn du Modelleisenbahnen sammelst und sie dir in die Vitrine stellst. Du bist Modelleisenbahner, wenn du eine schöne Spielbahn aufbaust und einfach das Beste aus deinem fachlichen und handwerklichen Können herausholst. Diese unzähligen Schwerpunkte, die du bei deinem Hobby setzen kannst, zeigt uns doch, wie unfassbar heterogen die Modelleisenbahner-Community ist. Aber eines haben wir alle gemeinsam, und zwar ist das der Respekt vor der Leistung des anderen. Hier entsteht kein Konkurrenzkampf. Hier geht es darum, sich anzuschauen, was der andere für Ideen hatte, was er umgesetzt hat mit seinen Möglichkeiten. Das ist ja immer das Wichtigste. Und daraus nicht zu sagen, oh, ich bin besser, sondern immer anzuerkennen, was der andere tut und was der andere präsentiert. Das ist das Besondere bei unserer Community und das habe ich auch ganz, ganz arg erlebt in der kurzen Zeit, wo ich jetzt den Kanal mache und das freut mich ganz besonders. Denn ganz oft kommen Kommentare wie, meins wäre es jetzt zwar nicht, aber trotzdem sehr schönes Video. Oder
wenn man sagt, ja, okay, es ist schon ein bisschen arg stümperhaft, aber jedem das Seine. Genau solche Kommentare sind es, die einem zeigen, okay, das ist nichts für den anderen, ja, der das jetzt gerade angeschaut hat, aber trotzdem, man wird nicht runtergemacht, sondern einfach nur konstruktiv bestärkt. Und das empfinde ich als wirklich großartig. Das ist in anderen Bereichen weit weniger diszipliniert. Das ist hier eine Seriosität und viel, viel ungeschriebenes Gesetz, dass man hier einfach miteinander gut umgeht. Denn diese Gemeinsamkeit fordert ja auch viele Attribute. Wenn du Modelleisenbahner bist, ich habe es euch schon mal erzählt, dann musst du unglaublich viele Fähigkeiten in einem kombinieren. Du musst gestalterisch tätig sein, du musst handwerklich sehr geschickt sein, denn du musst mit Werkzeug arbeiten können, ohne dich selber damit zu verletzen. Ja, du arbeitest mit einem Skalpell, bei mir mit einer Kreissäge oder mit sonst irgendwelchen Sachen, die einfach nicht ungefährlich sind. Gleichzeitig brauchst du eine gewisse Geduld und Ruhe. Egal wie grobmotorisch du veranlagt bist, ich plaudere ja da aus dem Nähkästchen, brauchst du trotzdem sehr viel Geduld, um das umzusetzen, was du umsetzen möchtest. Und gleichzeitig brauchst du auch gute Nerven, wenn einmal jüngere Zuschauer dort sind und vielleicht etwas anfassen wollen. Das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, aber wir wissen ja genau, wie wir uns da helfen können. Wir werden einfach die Sachen, die nicht so leicht kaputt gehen, eher nach vorne stellen. Und die Sachen, die uns heilig sind, die stehen dann ein bisschen weiter weg von den Kinderhänden. Und schon haben wir die Sache geregelt. Aber jetzt kommen wir endlich zum eigentlichen Thema unseres Videos. Wie ihr wisst, habe ich letzte Woche auch den letzten Fleck kahle Fläche komplett mit meinen Mauern, ihr wisst, das ist mein Lieblingsbaustoff, zugepflastert. Und ich finde, für diese kurze Zeit oder für diesen Aufwand ist das Ergebnis sehr schön geworden. Aber eines fehlt hier ganz besonders. Mir ist aufgefallen, dass ich ein Wort beim letzten Video so gut wie gar nicht verwendet habe. Und zwar ist es das Wort Gemütlichkeit. Dieser Fleck ist einfach nicht gemütlich. Da musste ich als allererstes einmal Abhilfe schaffen. Zuerst wird Licht auf dieses Stück kahle Fläche gebracht. Ihr habt gesehen, der Prellbock wurde beleuchtet. Als nächstes wird ein Bahnhof hingesetzt, der wird beleuchtet. Dann kommt noch ein Reiterstellwerk dazu. Wir wissen alle, dass so viele Reiterstellwerke in einer Bahnhofsgegend auf jeden Fall nichts verloren haben. Aber es sieht schön aus, deswegen habe ich es einfach mal wieder mit aufgebaut. Und hier seht ihr, wie ich versuche, mit einem scharfen Messer in diese Styrodurplatte eine Kerbe hineinzuschneiden, sodass der obere Teil der Platte über den Gleis, über den Schotterkörper von meinem M-Gleis ragt. Ihr habt mir geschrieben, dass die Styrodurplatte, die verlinkt ist, nicht mehr lieferbar ist. Ich habe auch Schwierigkeiten, an solche Styrodurplatten ranzukommen und deswegen habe ich ja auch im letzten Video Alternativen gezeigt. Also mit einer ganz normalen Styroporplatte kommst du auch weiter. Es ist zwar nicht dasselbe, aber es funktioniert trotzdem sehr gut. Es gibt noch eine Alternative, aber nur dann, wenn du eine sehr große Bandsäge hast, wenn du dir zum Beispiel als Dämmstoff eine 10 cm dicke Styrodurplatte kaufst und diese dann in Streifen schneidest. Das funktioniert natürlich auch. Diese Streifen kann man auch sehr schön mit der Mauerrolle bearbeiten. Im Übrigen habt ihr mich gefragt, wo man denn diese Mauerrolle herkriegt. Es ist wirklich schwierig, diese Mauerrolle zu finden. Ich habe lange gesucht danach. Ich habe euch den Link in der Videobeschreibung präsentiert sozusagen. Ihr müsst da einfach nur draufklicken, um an die Videobeschreibung zu kommen. Wenn du jetzt zum Beispiel dieses Video mit deinem Handy siehst, musst du einfach noch einmal auf den Titel, also auf die Überschrift des Videos klicken und schon erscheinen die ganzen Videobeschreibungen und dort sind alle möglichen Sachen verlinkt, die ich hier verwende. Ihr merkt, dass ich in diesem Video unglaublich gerne gespielt habe. So geht es auch gerade weiter. Ist es nicht unglaublich toll, sich einfach mal diese uralte V200 anzusehen? Auch wenn sie einfach nur so auf deiner Anlage steht, kein Licht an und gar nichts, stellt sie eine Wertigkeit dar und es ist ein Fest, jedes Mal sie anzuschauen. Ich hole sie auch regelmäßig wieder auf die Anlage zurück. Das ist sehr interessant.
Aber zurück zum Thema. Thema Gemütlichkeit. Was ihr hier seht, ist natürlich diese ganzen Übergänge zwischen der Plastikgrundplatte und meiner Platte, wo jetzt hier unser Fernsehturm steht. Wenigstens sage ich es jetzt mal richtig. Letztes Mal habe ich ja Leuchtturm gesagt. Dieser Übergang, den soll man natürlich nicht sehen. Und außerdem, wenn so viel Mauer dort ist, brauchst du unfassbar viel Grün als Kontrast. Sonst ist das Ganze wirklich zu trist und zu kahl. Hier möchte ich mit meinem Flock, mein Lieblingsstreumaterial, einen Weg von diesem Reiterstellwerkseingang vor zum Bahnsteig machen. Dazu male ich einfach einen Streifen Holzleim auf meine Mauerplatte und dann kommt natürlich Flock drauf. Ihr wisst natürlich Bescheid. Das ist alles nichts Neues, aber es macht sehr viel Spaß. Es ist meditativ und ein bisschen Geduld braucht man natürlich auch. Oh je, das ist ein Experiment. The Music Box Dancer. So heißt, glaube ich, dieses Lied, was mir in den Kopf kam. Diese kurze Sequenz lasse ich jetzt einfach mal laufen. Ich bin mir sicher, dass ich hier GEMA-Probleme bekomme. Denn klar, dieses Lied ist ein bekanntes Lied. Da kann ich nicht sagen, ich habe es aus dem Kopf gespielt, weil das ist schon sehr, sehr nah am Original dran. Aber vielleicht ist derjenige, der die Rechte dieses Liedes hat, gnädig und sagt nichts dagegen. Also wenn ihr diese Videosequenz mit diesem Musicbox-Dancer hört, dann hat der Urheber gesagt, alles klar, nee, ist nicht so schlimm, kannst du laufen lassen. Das Lied ist eh schon sehr, sehr, sehr lange auf dem Markt. Warten wir es einmal ab. Ihr seht schon, an allen Ecken und Enden wird versucht, Grün mit einzubauen. Hier habe ich es mit einer Hecke versucht. Blöderweise ist das eine Hecke in Spur N. Das heißt, in Spur H0 sieht das Ding aus wie so eine kleine kniehohe Mini-Hecke. Das war zwar nicht so beabsichtigt, aber jetzt habe ich sie schon mal da gehabt. Dann benutze ich sie auch. Eine Sache wollte ich noch ansprechen. Ihr schreibt mir in die Kommentare und ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar von euch. Es ist wirklich wahr und ich lese auch jeden Kommentar. Ich lese auch jede E-Mail. Es ist nur so, ich schaffe es nicht zu antworten. Es ist wirklich zu viel. Ich habe das versucht und auch in der Anfangszeit hat das schon Stunden gebraucht. Denn wenn ich einen Kommentar beantworte, dann will ich nicht gerade ein Wort oder einen Daumen hoch oder ein Herzchen machen, sondern will ich auch tatsächlich eine gescheite Antwort geben. Diesen Anspruch habe ich schon. Ich finde es total furchtbar, wenn ihr mir etwas schreibt und ich antworte gar nicht. Das ist leider momentan nicht möglich. Ich hoffe so sehr auf ruhigere Zeiten, dass ich mich mal in aller Ruhe hinsetzen kann. Wie gesagt, lesen tue ich alles, aber bitte nicht sauer sein, wenn ich nicht beantworten kann. Das ist einfach zu viel. Leider momentan noch gibt es einfach auch andere Sachen, die noch zu tun sind. Aber ich finde es großartig, wie ihr mit euren Kommentaren den Modellbahnkeller unterstützt. Ich merke das richtig. Ich freue mich so sehr und bitte nicht als ignorieren verstehen. Ich lese alles und ich habe auch den Anspruch, etwas gescheit zu beantworten. Nur momentan geht das leider nicht. Trotzdem vielen, vielen Dank für diese unzähligen Kommentare von euch. So, Weg ist gemacht, Zäune sind gemacht, Hecke ist gemacht. Jetzt noch einmal prüfen, ob die Lok auch tatsächlich durchfahren kann. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Ich habe da noch weitere Zäune draufgesetzt. Als nächstes gucke ich hier bei dieser Fernsehturmgeschichte, dass so ein kleines Stadttor da hinkommt. Ich habe mit der weißen Farbe vom DM diese Linien aufgemalt für die Parkplätze. Dann kommen da auch noch Zäune hin. Zäune sind was ganz, ganz Tolles. Zusätzlich jetzt auch hier weiter
weil es ist alles noch zu grau, also zu braun. Es ist noch zu viel Mauerplattenuntergrund zu sehen. Das müssen wir ändern. Hier wird jetzt auch noch mehr Grün und Wiese gestaltet, weil ja, einfach als Kontrast, sonst wird das Ganze zu grau und zu trist. An den Rändern meines M-Gleises wird jetzt auch noch eine schöne Weißleimspur gelegt. Da kommt dann noch Flock drauf. Es ist sehr, sehr, sehr schön, wenn man zum Schluss quasi das Kopfsteinpflaster hier und da durchschimmern sieht, aber in der meisten Geschichte hier verschiedene Untergründe dargestellt werden. Dieser Flock, das ist ja einfach so eine Art Kies oder Schotter, was es dann imitieren soll. Und ich finde, das wirkt direkt an den Gleisen sehr schön und ist wirklich sehr, sehr einfach zu bewerkstelligen. Ich weiß, die Profis machen das tausendmal besser. Glücklicherweise bin ich kein Profikanal, sondern einfach nur ein ganz normaler Spielbahnerkanal. Deswegen darf ich mir das leisten, so zu arbeiten. Die Arbeit mit diesen Styropor- oder Styrodurplatten hat auch einen Nachteil. Und zwar ist es so, wenn du Männchen auf eine Styrodurplatte kleben möchtest oder wenn du Bäume auf eine Styrodurplatte kleben möchtest, dann kannst du keinen Plastikkleber verwenden und du kannst keinen Sekundenkleber verwenden, denn die Lösungsmittel im Kleber lösen natürlich das Styropor auf. Die einzige Möglichkeit, die ich hier gesehen habe, die einigermaßen funktioniert, ist dieser Kleber Fix und Fest von Ponal. Ihr wisst, den benutze ich ja immer öfter. Und zwar ist der in sich schon formstabil. Das ist quasi eine Masse, die dann durchsichtig aushärtet. Ihr seht das richtig, ja? Die Figuren stehen sofort, weil eben diese zähe Masse da ist. Das ist wie eine Art, ja, flexibler Knetgummi. Und das härtet dann aus. Und da habe ich einfach eine Möglichkeit, ohne viel Geduld Männchen hinzustellen und sie auch sehr schnell wieder zu entfernen. Das funktioniert gut. Mein Bauarbeitertrupp bekommt natürlich noch ein bisschen einen Sandhaufen, ja, um das zu machen, nämlich eine kleine Kelle. Und da kommt dieser Krepp rechts und links dran und mit dieser Kelle kann ich dann Sand sehr schön platzieren auf meiner Anlage. Das ist hier wieder Dekosand vom Langnickel. Ihr wisst Bescheid. Dieser ist bronzefarben, lustigerweise. Und es wirkt trotzdem ganz schön. Einfach da ein bisschen was drüber gestreut. Der Rest wird dann später noch mit dem Staubsauger abgesaugt. Aber so ist das erstmal in Ordnung für meine Verhältnisse. Sagen wir es mal so. So, das ist die Endhaltestelle von unserer Nebenstrecke. Selbstverständlich wird da später ein kleiner Schienenbus fahren, aber ich habe hier halt einfach D-Zugwagen benutzt, um zu gucken, ob sie auch durchpassen, falls ich doch mal welche benutzen wollte. Gleichzeitig muss ich natürlich wieder ein bisschen spielen. Der Baustellen-Unimog fährt zur Baustelle, wo soll er auch sonst hinfahren? Und auch ansonsten, glaube ich, ist das Ganze sehr schön geworden. Wir haben jetzt hier auch Bäume. Und wir haben die Möglichkeit, mit unseren kleinen funkgesteuerten Autos hier rumzufahren. Das ist Spielspaß pur für mich. Ich musste wirklich aufpassen, dass ich nicht zu viel gespielt habe. Deswegen ist das Video auch etwas kürzer geworden, da das Spielen jetzt irgendwie in den letzten 2-3 Wochen so großartig, kolossal Spaß gemacht hat. Ich glaube, ihr versteht das. Daher guckt euch an, wie es jetzt geworden ist. An dieser Stelle viele, viele Grüße auch an unsere ganzen Zuschauer außerhalb Deutschlands. Es ist ja unglaublich, wie viele Menschen uns aus dem Ausland zuschauen. Aus den Niederlanden, aus Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien und so weiter und so fort. Ich danke euch sehr für euren Support auch außerhalb der deutschen Grenzen. Sogar in Australien, Kanada, Türkei, Griechenland schauen uns die Leute zu. Und sogar aus Vietnam und Indien gibt es ein paar Zuschauer. Das zeigt mir, wie sehr unser Hobby verbindet und wie weit verbreitet es auch weltweit ist. Das denkt man gar nicht, aber so ist es und ich freue mich sehr darüber. Igel, Katze, Pferd und ich sagen jetzt Tschüss.
Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Trinkt einen Tee, trefft euch mit netten Menschen und bis zum nächsten Mal.